So, und damit ein herzliches Willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge bzw. einem neuen kleinen Projekt. Und zwar einmal Hallo an YouTube, einmal Hallo an den Chat bei Twitch. Und zwar streamen wir das Ganze heute hier. Wir haben ein neues Projekt vor und zwar möchte ich Amnesia spielen. Und zeitgleich streame ich das Ganze auch. Das heißt, wenn ihr das Ganze mal mitverfolgen wollt, guckt einfach mal gerne bei uns unten in die Beschreibung. Da ist auch unser Twitch-Kanal verlinkt. Lasst da gerne ein Follow da, damit ihr dann spontane Streams auch gerne mitbekommt. Die sind generell für unseren YouTube-Kanal auch. Und zu dem jetzigen Projekt, wir spielen heute Amnesia. Und zwar sieht das Ganze wie folgt aus. Wir spielen das Ganze 1,5 Stunden lang. Nach den 1,5 Stunden mache ich, so wie es passt, einen Cut. Und dann werden wir das Ganze uncut hochladen. Und damit es gar nicht so lange dauert, fangen wir auch direkt an. Und zwar mit dem neuen Spiel. Und wir beginnen einfach direkt und sagen, wir werden uns für den normalen Schwierigkeitsmodus entscheiden. Und beginnen das neue Spiel. Mal gucken, was auf uns dazukommt. Schauen wir mal. Amnesia natürlich ein Klassiker. Der darf nicht fehlen. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. My name is Daniel. Daniel. Okay. Was ist da jetzt passiert? Okay. Also wir sind zusammengebrochen. Oder erschlagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall liegen wir auf dem Boden. Und die Decke ist undicht. Das sieht nicht gut aus. Ich sag, wie es ist. Das sieht nicht gut aus. Ja, okay, Amnesia. Amnesia selber, Oldschool-Spiel. Natürlich ein Klassiker, gehört bei uns auf unseren Kanal. Ja. Jeder, der den Kanal gerne sehen möchte, einfach mal in den Chat reinschreiben, Ausrufezeichen YT, da habt ihr noch Verlinkung. Und was? Ein Momento wurde von deinem Journal hinzugefügt. Mit M kannst du auf die Momentos zugreifen, sieh dir genau an, wenn du nicht weiterkommst. Folge der Spur der Flüssigkeit und finde ihre Quelle. Okay. Was ist J? Ach, J ist dann quasi mein Notizbuch. Okay, cool. Ja, Amnesia, auf jeden Fall ein Klassiker, der darf natürlich bei uns nicht fehlen. Und, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, Amnesia ist jetzt kein Titel, den ich so auf dem Schirm hatte. Hab das Ganze dann irgendwann mal so nur mitbekommen, dass, Amnesia natürlich ein Klassiker ist im Let's Play. Und, oder im Horror Gaming. Nicht im Let's Play, bitte. Und, okay, so, wir können Türen öffnen. Und ja, den wollen wir jetzt natürlich spielen. Das Ganze machen wir hier uncut. Ne? Das heißt, alles, was ich jetzt hier so von mir gebe, bleibt auch im Video. Lol, wir können Stühle mitnehmen. Ja, wollen uns sogar schmeißen. Nice, können wir auch rennen? Nee. Okay, also wir sind Daniel, wir sind in London. Und müssen jetzt irgendwie der Spur folgen. Ich gehe mal von aus, die Spur ist damit gemeint. Was mir als erstes schon mal so ein bisschen leider Gottes auf den Senkel geht, ist bei der Grafik dieses Blurring. So, kann ich das Blurren? Das da müsste ich glaube ich auch machen. Einige verwenden Unschärfefilter. Mhm. Über Strahleffekt, okay. Aber das Blurren, das bereitet mir, naja, trotzdem noch Kopfzerr. Hey, sieht er das mit diesem Nachziehen? Na egal. Wir lassen es jetzt erstmal so. Genau, wir haben eine Zunderbuchse aufgenommen. Und sind Daniel in einem Schloss. Leider habe ich keine Ahnung, in welchem Jahr das Ganze hier spielt. Weil, sagen wir mal ehrlich. Also, was auch immer das hier ist, Schloss, Burg, sonstiges. Er ist, heftig. Und irgendwie geht's uns noch nicht so gut. Hallo? Okay. Ja.
Okay, also wir sind im Schloss und wir wissen nicht viel. Da geht's weiter, da geht's zur Tür durch. Wir gucken mal, was die Tür so macht. Okay. Da passiert nicht viel. Also, was? Wo sind wir? Also, warum sind wir hier? Und in welchem Jahr sind wir? Krasse Scheiße. Hey, ich habe schon mal Gänsehaut. Das Game, auch wenn es schon mal ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Kann trotzdem anscheinend, hat trotzdem eine krasse Atmosphäre, muss ich mal sagen. In einem Schloss. Ganz ehrlich, im Schloss wohnen? Wer von euch hätte schon mal überlegt, mal wirklich so in so einem Schloss irgendwie zu übernachten? Ich stelle mir das immer ein bisschen schwierig vor. Im Schloss. Das ist so ein Schloss allgemein. Weil ich schätze mal, da ist es ziemlich windig. Ja, wenn man sich das hier so anschaut. So wirklich warm, glaube ich, wird's hier drin auch nicht. Deswegen hast du hier wahrscheinlich immer so einen Ofen, Kamin-mäßig, dass du hier den Raum irgendwie, sag jetzt mal, warm hältst. Und das ist anscheinend die Spur, die wir verfolgen müssen. Okay, cool. So, warte mal, wir können ja in Schränke reingucken. Vielleicht verpassen wir ja hier was. Dürfen natürlich, ja genau, siehst du, Zunderbuchs. Ich kann den Besen auch mitnehmen. Können wir hier das ein bisschen sauber machen? Ja, ein bisschen? Hallo? Sauber? Okay, können wir nicht. Können wir den Besen als Verteidigung mitnehmen? Das wäre natürlich richtig awesome, so. Wobei, ich glaube nicht, dass wir angegriffen werden hier. Weil bis dato habe ich jetzt noch nichts. Die Gegner gesehen. Okay. Ich nehme mal den Besen mit. Da waren jetzt gerade so ein paar. Da waren jetzt gerade so ein paar Steps. Die haben mir ein bisschen Angst gemacht. Bin ich ehrlich. Und hier ist auch das Banner abgerissen. Eieieiei. So, bleiben Sie weg. Ich habe einen Besen. Mit dem werde ich mich verteidigen. Was ist hier los? Lass mich. Was ist denn? Alter. Hallo? Könnt ihr aufhören? Bitte. Okay. Ihr habt aufgehört? Okidoki. Ich glaube, ich lasse den Besen hier. Weiß ich jetzt nicht. Soll ich ihn wirklich hier lassen? Okay, wir haben hier noch ein paar andere Wurfgeschosse, wie zum Beispiel einen Stuhl. Was ist hier passiert? Ist da wer? Hallo? Ich möchte nicht überrascht werden. Okay, also, Burg, Schloss, keine Ahnung, wie man es betiteln möchte. Auf jeden Fall groß. LOL, ich kann die Dinger auch mitnehmen. Was jetzt? Was ist mit mir los? Warum wird das hier so blurry? Okay, hier geht's auch nochmal zum Schrank weiter. Okay. Was ist unser Auftrag? Klamotten! Geil. Klamotten erstmal mitnehmen. Kann ich eigentlich. Oh ja, geil, ich kann sogar springen. Nice! Hallo, okay. Kann ich auch aufmachen. Oder auch nicht? Also aber nichts drin. Könnte ich mich da drin verstecken? Das wäre auch geil. Wow. Okay, wir gehen wieder raus. Ist ja gut. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird sich dein geistiger Zustand allmählich verschlechtern. Zünde die Lichter in deiner Umgebung mit Hilfe von Zunderbüchsen an oder suche nach anderen Lichtquellen. Okay, also ich muss hier irgendwie die Zunder. Kann ich die hier oben auch andünnen? Nee, kann ich nicht. Okay, komm noch mal an hier. Okay, also wir haben das Problem, dass, wenn wir zu lange im Dunkeln stehen, unser Typ hier ein bisschen ausrastet. Der Daniel. Ja, das heißt also, wir brauchen immer Lichtquellen. Ja, ist im Schloss ja. Könnte schwer werden, irgendwann, wenn man denn beispielsweise nicht mehr sowas hat wie dieses Fenster. Alte Archive. Die Tür schlug hinter ihm zu und er wusste, er würde den alten Schneider an Berkeley Platz in London nie wiedersehen. Nach einer einsamen Seele mehr in London erschien irgendwie passend.
Aha. So, und hier hätten wir jetzt zum Beispiel ein ganz großes Problem, wenn jetzt hier so ein Windstoß kommt und die ganzen Dinger da so wegmacht. Ja? Dann stehen wir im Dunkeln. Das wäre schlecht. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, na klar. Na klar. Die Tür geht auf. Alles wird duster. Beruhigende Ereignisse verschlechtern deinen geistigen Zustand. Er kann weder verbessert werden, wenn du Rätsel löst oder weiter vorankommst. What? Rätsel lösen? Weiter vorankommen? Okay, also ich muss ja auch ehrlich gestehen, Rätsel lösen? Da ist der Steve um einiges besser. Was ist hier los? Wow, 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 Beruhigung, beruhig dich. Was seid ihr denn für Kakerlaken? Jetzt ist sie wieder weg. Okay, wir nehmen mal hier ein paar Zünderbuchsen. Vorsichtshalber. Ist ja was auch geil wäre, wenn wir sowas wie eine Art Taschenlampe hätten? Oder so Leuchtmittel halt, ne? Damit wir uns eigene Lichtquelle machen könnten. Wäre cool. Ja, na wie schon gesagt, ne? Schloss ist immer windig. Da kann eine Menge passieren. So ein Schloss zu haben, weiß ich. Weiß ich nicht. Was war das denn hier? Wow, 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 wow. Beruhigt euch doch. Alter. Ist ja gut, ist ja gut, ist gut. Hätte ich jetzt nicht hierher gedurft, oder wie? Was ist das? Du hast deine Laterne aufgehoben. Ist sie mit Öl gefüllt, kannst du mit F oder einem Doppelklick auf das entsprechende Symbol im Bestand entzünden. Ah! Cool. Das heißt, wir hätten jetzt auch was, wo wir eine eigene Lichtquelle machen. Es ist... Ich höre hier Steps, das ist unfassbar. Das Spiel hat eine Atmosphäre. Das ist schon krass. Das ist schon anders, anders irgendwie. Okay, hier sind überall Bücher. Und ich kann gefühlt alle Bücher nehmen? Warum? Da wäre ja nichts für Stevie. Ja, Stevie grabbelt ja immer alles an. Ja, sei es Fernseher, Radios oder sowas und auch Schubladen oder so. Das ist ja eins seiner zweiten Lieblingshobbys. Sachen anzugrabbeln. Ich verstehe es ja auch manchmal nicht, ja. Also dann nimmt er hier und sagt, guck mal hier, komm Buch wegschmeißen, komm Buch wegschmeißen. Das ist Steve. Wobei, das bin ich eigentlich auch. Das ist eigentlich völlig wurscht, ob Steve oder ich. Zunderbuchse. Damit es uns mal hier wieder ein bisschen besser... Sehen wir eigentlich auch irgendwo den geistigen Zustand? Geistiger Zustand. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Ah. Körperlicher Zustand. Alles gut. Okay, körperlich bin ich easygoing. Wir haben hier eine Laterne, hier haben wir die Zünderbuchsen. Für die Laternenflamme, erlischt die Flamme, kann die Laterne nicht mehr genutzt werden. Oh. Okay. Also unser Öl. Also der, ne? Ich habe auch nicht so viele Zunderfuchsen. Ich glaube, ich muss da auch ein bisschen haushalten. Aber hier geht's auf jeden Fall weiter. Und hier ist es hell. Und gefühlt alle 5 Minuten Erdbeben hier, oder was? Ich glaub, was ist hier? Warum? Hört doch auf damit. Hört doch bitte auf damit, hier irgendwelche Sachen zu machen. So, hier gibt es wieder eine Zunderbuchs. Was ist das hier? Müssen wir ein bisschen was nachhelfen? So Holz nachlegen? Vielleicht? Oh, vielleicht. Oder ja, brennt ja auch. Zum Buch. Ich hätte einfach reinlegen. Okay, brennt aber nicht. Gut. Dann nicht. Okay, hier endet die Spur. Ja, ist ja okay. Es gibt einen Hinweis. Ja, der ist scheiße dunkel.
Was ist der denn hier? Achso, was zum Schreiben. Wer bist du? Aufgenommen, Öl. Die Laterne verbraucht Öl, wenn sie angezündet ist. Für mehr Öl klickt im Bestand doppelt auf das entsprechende Symbol. Okay. 19. August 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum. Find Alexander and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. What? Also wir haben uns... Also, ganz ruhig. Wir haben den Trank genommen, um alles wieder zu vergessen. Wir sollen Alexander von Brandenburg, den wir nicht kennen, einfach aufgrund des Briefs töten. Klar. Ja, und wir haben uns selbst den Brief geschrieben und sollen jetzt da irgendwie zurechtkommen. Ja. Und es gibt anscheinend sowas wie eine Dunkelheit, die uns verfolgt, mit der wir nichts machen können. Also, wir können die nicht bekämpfen. Was ist das denn hier? Oh. Okay, also wir können die nicht bekämpfen, aber... wir können Hide and Seek machen anscheinend. So, ein Hide and Seek hat bei mir bis dato immer gut geklappt. Gar nicht. Ja, jeder, der das gesehen hat, der das verfolgt hat, schaut sich bitte irgendwie die Outlast-Folgen an. Da haben wir auch keine Waffe. Ja, da bin ich verloren. Ja? Und ähnlich wird es mir hier gehen. Hier bin ich genauso verloren. Um zu laufen, halte Shift links gedrückt beim Bewegen. Aha, damit kann ich also minimal schneller laufen. Und wir sind jetzt in der Vorhalle? Oder wo sind wir jetzt genau? Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. Haben wir jetzt mit dem Typen, mit Alexander gesprochen, den wir umbringen sollen? Und wir müssen in das Heiligtum. Okay. Aber wie kommen wir da hin? Gibt es eine Abkürzung? Oh, hier gibt es wieder eine Kiste. Okay, also wir finden auf jeden Fall, finde ich jetzt nicht verkehrt, ordentlich Zunderbuchsen. Kakerlaken sind auch am Start. Super. Freut man sich. Was ist hier? Was war das? Das ist doch eine Schlange gewesen. What? Hier ist nochmal Öl. Steckt sich eigentlich hier drin auch? Kann ich die? Nee, wa? Weg! Nee, schade. Okay, können wir einfach raus? Wäre das eine Option? Was ist das für ein Schleim? Okay, es ist keine Option, wir gehen wieder weg. Was ist denn? Was zischt denn hier? Zisch, zisch. Alter, ist ja... Okay. So, da gibt's noch was. Von da sind wir gekommen. Hier runter geht's noch. Und nach da oben geht's. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier runter. Weil, könnte ja sein, dass wir hier runter müssen, ne? Es gibt ja hier so eine Spur.
Lass mich raten, da können wir nicht durch? Oh, ich hab einen neuen Eintrag im Journal. Notizen? Nee, Eintrag, Tagebuch. Nee, auch nicht. Memento? Eine Art organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Können wir es einfach verbrennen? Das Widerstandsweg ist unbiegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Da ist eine Fackel. Kann ich diese Fackel nicht einfach nehmen und hier so dranhalten? Das ist ja nur eine Überlegung. Bevor wir jetzt hier irgendwas machen müssen, was Ewigkeiten dauert. Okay, wir gucken uns erstmal hier in der unteren Etage alles an. Ach du Schischgebab. Hier geht's ins Labor. Es gibt ein Labor? Cella Vinia, Weinkeller. Okay. Cool. Weinkeller ist plötzlich. Was? Okay, also das ging nach da. Was ist das hier oben? Wir gucken uns erstmal die anderen Sachen an. Ich weiß, da hat eine Frau geschrien. Ich hab keiner. Habt ihr das gehört? Ja, das ist ja mal Archive. Das hörte sich nicht so gut an. Und nochmal Archive. Und hier geht's uns irgendwie auch nicht gut. Okay. Machen wir mal Step by Step. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwas rumschreien. So, wir haben ja gerade eben hier was gehört und ich sag jetzt mal, wir gehen. Gehen wir in den Weinkeller oder gehen wir ins Labor? Wir gehen jetzt. Erstmal gehen wir ins Labor. Erstmal checken wir ab, was im Labor ist. Ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund. Türkischer Honig, dachte er, genau wie der beim Konsulat im Konstantinopel. Was ist hier los? Die Geräusche. Okay. Also hier geht's runter. Und hier soll ein Labor sein. Und da hat's ganz schön draus gerührt. Okay, wir gehen woanders hin. Ist doch cool. Ist doch. Ich nehme hier noch das mit. Das Öl. Alter. Warum ist auch nochmal Öl? Ich hab's gesehen. Ich hab's genau gesehen. Ah. Hier sind anscheinend schon wieder Kekeläkis. Richtig? Ist hier noch was? Nee. Gut, hier versteckt sich auch nichts. Der Flecker. Der blühe Stein. Was? Ich mach mal hier kurz Licht an. Hier, mir geht's schon wieder nicht so Bombe. Ja, ich bin im Licht. Beruhig dich, Daniel. Kommen Sie klar mit Ihrer Welt. Blub. Blub. Ey, ich höre hier, das ist so schlimm. Das sind so viele Geräusche, die auf einen einprasseln. Blub. So, das sind alles Kisten, die ich so nehmen kann. Blub. Blub. Alter, ist ja okay, ist ja okay, ist ja okay. Beruhigen Sie sich. Was ist eigentlich hier? Also, man muss ja mal sagen, das Spiel. There should be more coop rats. Let me see. And one part aqua force. Ganz kurz, stand da gerade. Also, er hat Aqua Force gesagt, aber. Das wird doch nicht mit Scheidewasser übersetzt, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Kann ich die Kerzen ja kurz anmachen? Hier, der rastet ja schon wieder aus, obwohl da eine Lichtquelle ist! Meine Güte! Geh weg da! So. Was ist das hier? Aufgenommen, Chemietopf. Okay. Oh Gott. Ich sag ja, Schubladen öffnen. Hey, hey, willkommen beim Schubladensimulator bei Benny und Steve. Diesmal gespielt von Benny.
Steve ist leider nicht da. Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage, weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denken und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weine um sie. Sie sterben nach grenzenloser Macht, sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Okay. Gott, was ist denn hier los? Früheres Alchemie-Experiment. Das ist mein erster Versuch, künstliches Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkerz und Orpiment müssen hinzugefügt werden und Kuprit bindet sie gut. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffe, dass es eine gleichmäßigere Lösung ergibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist in hohem Grade säurehaltig und ist praktisch für nichts zu verwenden, außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organische Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Mit N kannst du schnell die neuen Texte lesen. Aha! Es gibt eine Kurztaste dafür, eine Schnelltaste. Gut. So ist es. Also, aber wir haben jetzt gerade herausgefunden, okay, mit diesem Experiment, was für ihn ja fehlschlug, das wäre ja genau das Richtige für uns. Ja, säurehaltige Geschichte und so wäre auch genau das, was wir brauchen. Oder nicht? Umlagerung der Chemikalien. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meine gelagerten Ingredienzien ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Na wunderbar. Das heißt, wir müssen jetzt für die Zutaten Richtung Weinkeller. Ja, das ist ja mal wieder super nice. Also laufen wir mal Richtung Weinkeller, um zu schauen, ob wir da die Zutaten erhalten. Weil wir brauchen ja, was war das? Orpiment? Kupit? Oder Kurpit? Und entweder Königswasser oder Scheidewasser. Ja. Und die Kredenzien scheinen ja dann im Weinkeller zu lagern. Also heißt es, wir gehen jetzt in den Weinkeller, weil es so schön ist. Die Tür ist verschlossen und lässt sich nicht ohne Schlüssel öffnen. Ernsthaft? Jetzt muss ich erstmal den Schlüssel finden zum Weinkeller. Also im Labor habe ich nichts gefunden. Das heißt, ja, ich gehe jetzt hier nach oben, weil es ja noch die einzige Tür hier, die hier offen ist. Oder wo ich rein kann, sind ja die alten Archive. Vielleicht finde ich ja da was. Weil hier unten ist ja zugemauert, sind wir ja hier. Aber hier können wir ja wenigstens noch rein. Und können jetzt gucken, ob wir da den Schlüssel für den Weinkeller finden. Um dann die Kredenzien zu besorgen, um dann wiederum zurück zum Labor zu kommen, um dann die chemische Lösung zu machen. Da vorne ist doch Licht. Warum rastest du denn so aus? Okay, wir standen ein bisschen im Dunkeln. Gib's ja zu. Okay, wo sind wir hier? Hier liegt wieder ein Zettelchen. Am 16. May 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay.
Also hier sprechen wir von Expeditionen. Oh ja, mal wieder den Schubladen-Simulator. Hier haben wir gerade wieder dieses Zisch-Zisch gehabt. Will ich damit was machen? Ganz wegschmeißen. Oh, ist okay. Kann ich hier rein? Nope. Okay. Also war jetzt hier wirklich nur der Zettel. Warum? So. Krass. Warum liegt hier einfach die Tür so rum? Was gibt's hier? Hallo, ist jemand da? Nein? Okay. Cool, 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 cool. So, den Stuhl schmeißen wir erstmal wieder weg. Hier finden wir wieder ein paar Sunderbuchsen. Ist das auch noch weiter auf? Ja. So, dann wieder den Schubladensimulator. Kann ich hier irgendwas nehmen? Nope. Hier können wir nichts. Oh, hier ist noch eine Brief. Wilhelms Vertrag. Hiermit biete ich Alexander, dem Baron von Brennenburg, meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wieder erlangen. Außerdem empfiehlt Alexander, Baron von Brandenburg, meine Dienste dem preußischen Königshof sowie dem Orden des Schwarzen Adlers. Möge niemand diesen Vertrag brechen, William Haus Gierig. Okay. Also, er verpflichtet sich für 3 Jahre. Und danach erlangt er seine Freiheit. Was bekommt er für die 3 Jahre? Also, hat er da irgendwie ein Goodie? Okay, hier ist nichts weiter. Oder ist einfach nur... Was sind wir denn hier? Studi. War das die Tür? Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Das ist vollkommen schlimm. Das stresst ungemein. Ich höre ja auch die ganze Zeit Steps. Und das macht mich richtig nervös. Okay, hier ist noch keiner. Gibt's hier noch was? Hier gibt's Bücher. Bücher zum Rausschmeißen. Sehr gut. Das sind mir die liebsten Bücher. Die ich einfach nur rausschmeißen. 17th May 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Ja, deswegen geht man ja auch bei solchen Sachen nicht einfach rein. Ja, also, wenn die Einheimischen schon irgendwelche Sachen da vor sich hin düddeln, ja? Da würde ich doch niemals, niemals würde ich da hingehen. Okay, das war vielleicht nicht so gut. Was auch immer das da drin war. War auf jeden Fall nicht gut. Okay, hier geht's noch weiter. Ey, ich sehe mich doch hier schon wieder. Ja, ist okay. Da ist ein Buch runtergefallen. Da. Warum? What? Euer Ernst? Wer spielt denn jetzt hier Klavier? Ey, mach doch nicht so eine Sachen hier. Jetzt. Musik? Also ich meine, Musik ist ja cool und so.
Ja, also ich stehe auf Musik. Aber ich, wenn ich in einem Schloss alleine sein müsste, dann habe ich nicht so Bock auf Musik. Du mach mal hier Licht an. Okay. Sie lässt sich nicht öffnen. Es ist abgeschlossen. Sagt wer? Die Tür zum Geschichtszimmer ist versperrt. Gibt es einen anderen Eingang? Finde den Schlüssel zum Weinkeller, chemische Ingredienzen und Labor. Achso, das sind meine ganzen To-Dos. Okay. Ey, ich mache hier übrigens auch die ganze Zeit Licht an. Oh Gott, jetzt habe ich Schluck auf. Ohne zu gucken, wie viel ich davon noch habe. 6. Meine Güte. Jetzt kommt der, jetzt geht's los. Jetzt geht der Schluck auf los. Jetzt ist vorbei. So, hier hat jemand gerade eben noch Klavier gespielt. Alter, das ist ein mega großer Raum. Mit riesengroßen Gemälden. So, Klavier spielen? Können wir auch Klavier spielen? Okay, wir können halt kein Klavier spielen, ist auch okay. Denn halt nicht. Meine Güte. Sag doch einfach, wir dürfen sie anfassen. So, kann ich was mit dem Kamin machen? Okay. Also hier geht's dann nicht weiter. Okay, wie gehen wir anders hin? Vielleicht? Hallo? Ist da wer? Okay, da ist keiner. Cool. Hier ist nochmal Öl. Und irgendwo muss ich doch jetzt hier... Kann ich eigentlich darauf jetzt einfach klimpern? Nee, kann ich nicht. Ich glaube, ich nehme mal den Stuhl vorsichtshalber mit. Einfach so. Obwohl, wir können uns ja eh nicht verteidigen. Was ist der denn da? Kann ich da einfach... Ja, okay. Machen wir hier Tür auf. Bei uns geht's nicht mehr so gut. Wo sind wir hier? Sind wir jetzt in so einem Archivraum? Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrived... Ich würde sagen, ich habe gerade ein Problem mit meinem Sound. Ich höre nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ihr was hört, aber ich schätze mal nein. Warte mal, wir müssen das, glaube ich, gerade ganz kurz mal fixen. Okay, hier habe ich wieder Sound. So, dann, machen wir es mal wieder. Also, wir haben jetzt hier irgendwie, glaube ich, mitbekommen, dass wir im Ostflügel sind. Westhalle, Ostflügel, Westhalle. Ich habe keinen Schimmer. Er hat gerade irgendwas erzählt und dadurch, dass der Ton mir weggeflogen ist, habe ich nichts mitbekommen. Genauso wie ihr. Aber gut, wir nehmen das erstmal so hin. Wir nehmen hier erstmal noch ein paar... wir waren bei 2 Klavieren. Bei beiden war nichts. Wer spielt jetzt da auf den Klavieren? Können wir das auch sein lassen? Mit dem auf dem Klavier rumklimpern? Wäre ich nicht traurig drüber, wenn wir das nicht machen könnten. Okay. Warum liegt das hier? Was ist das da? Okay, damit habe ich jetzt nicht ganz gerechnet, dass der... Ja, so gut, können wir auch hier jetzt 100% an... Was ist denn hier? Ah, Blatt Papier. Mehr Blatt Papier. Und noch mehr Blatt Papier. Sehr schön. Was ist... Wie? Wo? Was? Warum? Jetzt ist uns irgendwie die Decke zusammengebrochen. Gott! Wir nehmen hier mal wieder so eine Zunderbuchs. Da ist einfach noch ein Buch drin. Und. Buchs. Und. Haben wir hier noch was drin? Außer Bücher? Nope! Okay.
Was jetzt? 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Willst du jetzt wirklich, dass ich da zu dem Licht renne? Okay, also das Spiel lässt mir anscheinend keine andere Wahl, weil ich kann mich nicht hier umsehen. Na gut, dann laufen wir halt zu dem blauen Licht, weil wir haben ja keine andere Möglichkeit. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Ja, nee, wir können es auch sein lassen. Jetzt soll ich das da nehmen, oder was? I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Okay, also wir haben Relikt gefunden, damals bei unserer Expedition, lagen unterm Stein und sind erschlagen worden. Keine Ahnung, ich raff die ganze Story gerade noch nicht so ganz, aber okay. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, haben wir gerade schon wieder Klavier spielen gehört. Hat mich extrem... Nee. Ach, das war das, was zusammengebrochen ist. Wir kommen nicht mehr zurück. Ist ja wundervoll. Ich muss einen neuen Weg hier rausfinden. Ja, wundervoll. Ja, der neue Weg scheint hier dieser zu sein, würde ich mal behaupten. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Wie jetzt? Also anscheinend muss ich irgendwas machen. Ein Luftzug und ein schwarzes Licht scheinen hinter dem Regal vor. Es muss eine Möglichkeit geben, hineinzukommen. Ja, okay. Okay. Ich mach jetzt mal hier überall Licht an. Weil ich schätze mal, dass ich dafür ein bisschen länger brauche. Okay, ich habe nicht ganz überall Licht angemacht. Weil ich wollte die Lampe eigentlich anmachen, aber egal. Wir nehmen jetzt mal das Buch. Was ist eigentlich damit geplant? Kann ich! Riesige Folklore. Altstadt und Schloss Brandenburg, 1801. Der sagenumwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußens. Seit Jahrhunderten schon umgeben Geschichten das Dörfchen und das benachbarte Schloss Brandenburg. Die ruhigen bewaldeten Berge mit ihren dazwischenliegenden Seen bieten einen wundervollen malerischen Anblick. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet und den Durchreisenden bietet sich hier bei Gesprächen mit den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen, doch es gibt etwas, was sich in allen wiederholt. Die Sammler. Die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des 30-jährigen Krieges. Man sagt, dass Soldaten, die ihren Dienst aufgegeben hatten, sich im kalten, dunklen Wald verliefen und dazu verdammt waren, für immer durch die Waldgründe zu streifen. Ihre Körper, von ihren verdorbenen Seelen gefertigt, entstellten sich und ihre Wesen veränderten sich. Im Laufe der Jahre wurden sie oft gesehen und man beschreibt sie als gräuliche Wiedergänger. Sie ziehen still durch das Unterholz und scheuen vor jedem zurück, der sie sehen konnte. Sie werden Sammler genannt, denn es scheint, sie streben danach, lebende Geschöpfe zu stehlen. Man kann ihre Opfer um ihr Leben kämpfen hören,
in feuchten Leinsäcken, die die Sammler hinter sich herziehen und die ihre Anwesenheit verraten. Welche dunkle Ziele mögen sie verfolgen? Der unbekannte Besucher. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besuchte der bekannte Gelehrte Heinrich Cornelius Agrippa Altstadt. Er übernachtete 14 Tage im dortigen Gasthaus, während er nach Spuren vergangener Königreiche forschte. Alle bedeutenden Mitglieder der Gesellschaft nahmen von ihm Notiz und er wird von vielen Aufzeichnungen der Zeit erwähnt. Eines Tages machte er sich auf den Weg, eine Höhle auf den nordwestlichen Lichtungen zu erforschen und wurde nie wieder gesehen. Es heißt, er starb etwa 10 Jahre später in Grenoble. Er streitet ab, jemals in Altstadt gewesen zu sein, und man fragt sich, was damals wirklich passiert ist. Wer war dieser mysteriöse Mann, der das verschlafene Städtchen in dem Wäldchen besuchte, und was ist ihm zugestoßen? Der unsterbliche Baron. Der Baron von Brandenburg lebt mit seiner Familie ein zurückgezogenes Leben auf seinem Schloss nahe Altstadt. Und wie es bei den meisten adligen Geborenen der Fall ist, hat auch er nicht nur den Titel, sondern auch Gerüchte geerbt. Erforscht man die Geschichte, lässt sich nur wenig über das Schloss vor dem großen Brand im 16. Jahrhundert in Erfahrung bringen. Es wurde später von Alexander, einem Edelmann aus dem Rheinland, wiedererrichtet, der die Rolle des Beschützers des preußischen Staates für sich beanspruchte. Durch Alexanders Hilfe begann die Region zu florieren, wodurch er sein ganzes Leben lang hohes Ansehen genoss. Die Familie war immer sehr verschwiegen, was Abstammung und Erbe betraf. Die Geburt und der Tod Alexanders und seines Nachkommens konnten daher nie vollständig dokumentiert werden. Das führte zu der Annahme, dass der Baron vor 300 Jahren aus dem Westen hierher kam, während der Zeit der Besetzung hier lebte und wie die große Führer des Landes dem begehrten Orden des Schwarzen Adlers beitrat. Alter, was ist das hier für eine Sektendorfgeschichte hier? Da ist ja mal ganz schlimm. Und dieses Schloss Brandenburg scheint ja anscheinend irgendwas Verfluchtes an sich zu haben. So. Warum sieht dieses Buch anders aus als andere Bücher? Aha. Nein. Okay, es gibt anscheinend ein paar Bücher, die wir ziehen müssen, weil dann kommt nämlich dieses Geräusch. Lol! Okay, 2 Bücher gezogen oder 3 insgesamt und... Hätte alle geklappt. Okay, cool. Weiter geht's. Irgendwo hin, wo es super scary ist und irgendwelche geheimen Gänge anscheinend gibt. Oh, aufgenommen. War ein Kellerschlüssel. War das passiert? What is happening? Bezüglich der Schließung des Weinkellers. Wilhelm und seine Dummköpfe haben meine Forschungen lange genug gefährdet mit ihrem selbstvergessenen Umgang mit den menschlichen Gefäßen. Menschliche Gefäße? Der Schultheiß hält ein wachsames Auge auf den Wald und tötet meine getreuen Bediensteten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie der Spur nach Brandenburg folgen. Ich muss Wilhelm und seinen Männern wegsperren, um weitere Untersuchungen von der Öffentlichkeit zu vermeiden. Der Weinkeller wird daher verschlossen, bis die Sache geklärt ist. Entweder gehen die Männer des Königs oder sie werden verhungern. Okay. Was auch immer zuerst eintritt, meinetwegen können sie verrotten. Vielleicht werde ich ihnen etwas Wein zu trinken geben, das würde in gewisser Hinsicht beide Probleme lösen. Ja, also ich glaube, wenn die im Weinkeller eingeschlossen sind von dir, mein Freund, werden sie genug Wein haben, um sich da einen anzusaufen. Heißt aber auch im Umkehrschluss... da unten könnt ihr ganz schön was abgehen. Deswegen ist ja immer noch die große Frage, wollen wir wirklich in den Weinkeller? Oder sollten wir sein lassen? Warum ist die Tür auf einmal offen? Ich raff es nicht. Und wo sind wir hier? Ah, hier war ich. Guck mal, von da vorne bin ich gekommen. Hier vorne dürfte doch das... Okay, hier vorne ist vielleicht irgendwas anderes, aber ich habe keine Ahnung was. Ich wollte gerade sagen, hier vorne ist doch das Klavier, also Flügel, Piano, wie auch immer man es nennt. Aber hier scheint auch noch ein bisschen mehr zu sein. Können wir das ja aufmachen? Ich kann aber noch nicht klimpern. Schade. Ich würde gerne versuchen, darauf was zu spielen. So, wenn ich mich nicht ganz täusche, dürfte hier alles, genau, verschüttet sein.
Das ist gar nicht gut. Aber wir haben jetzt den Schlüssel für den Weinkeller. Heißt im Umkehrschluss, wir werden jetzt natürlich zu dem Weinkeller ja, hingehen. In der Hoffnung, dass uns hier... Okay, wir gehen einfach weg. Komm. Straight ahead. Wir gehen einfach weiter in die Eingangshalle wieder zurück. Wir sehen uns gar nicht, was so hinter uns ist. Muss auch nicht. Also, mich interessiert es jetzt nicht unbedingt. Bin ich ehrlich? Okay, okay, okay. Schlechte Treppe. Oh, wow, was ist denn jetzt los? Wie? Kann der einfach hier so Sachen spawnen lassen? Ja, ist aber richtig fies. So, okay, dann gehen wir jetzt Weinkeller oder wir gucken mal ganz kurz, wie ist denn unser Zustand? Geistiger Zustand. Der Kopf dröhnt, die Hände zittern. Okay, immer noch. Körper hier, alles gut. Okay, cool. Wir haben kommen noch zu einer Boost. Ey, ey, ey. Warum ist hier so neblig? Oh, ich will da nicht hin. Ich will da nicht rein. Verwenden Sie den Ja, wie? Ja, kann ich jetzt hier einfach sagen? Ah! Ich muss den Schlüssel doppelt klicken, damit ich in die Tür aufmachen kann. Das muss man noch mal auch jemandem sagen. Sonst weiß man doch gar nicht, wie hier... Wider Gate. Gibt's hier... Lampe. Wir haben lange die Dingslampe nicht genutzt. Schmeiß mal die Kisten hier runter. Freunde mit euch. Wiedersehen. So, das Problem, was wir jetzt aber hier haben, ist, wir wissen ja, dass hier unten wurden ja die Soldaten eingesperrt. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird dir... Ja, ist okay. Deswegen habe ich auch die Lampe. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Okay. Ja, also wie schon vermutet, ne? Die haben sich jetzt da einen weggesoffen. Und ja, ne? Okay, wir gehen woanders hin. Ist ja gut. Meine Fräse. Kann ich mir hier angucken? Okay, wir sind jetzt hier. Da geht's zum geradezu. Das müsste die Tür hier sein. Geht's anscheinend zum Weindings. Hier geht's. Okay, wir müssen hier irgendwo eine Lichtquelle anmachen. Warum ist denn... Die Lampe braucht Öl! Ist klar! Die Lampe braucht Öl! Komm ich hier einfach... Mach die Scheiße hier voll. Okay, also anscheinend hält auch das Öl nicht so lange, wie ich gehofft hatte. Hier gibt's da bestimmt noch irgendwas. Irgendwas ist doch hier bestimmt noch versteckt. Weg hier! Ist doch nichts versteckt. Scheiße. Ist hier noch was versteckt? Hallo? Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt einfach nur hier zu dieser Tür hier aufmachen konnte. Oder dass hier irgendwas zu finden ist. Okay. Es gibt hier wirklich nichts zu finden. Nichts! Oh doch. Aufgenommen. Kuprit! Wir haben Kuprit aufgenommen. Jemand hat die Tür zugemacht. Das gefällt mir gerade gar nicht. Warum? Hallo? Ich hab ein Fass. Ich habe auch keine Angst, dieses Fass zu werfen, Freunde. So. Oh Gott, ich kann nicht weit werfen. Okay, was ist hier los? Okay. Gibt's noch mal ein paar Zünderbuchsen? Was ist das? Achso, ne. Okay, cool. Noch eine Zünderbuchse. Sehr cool. Was ist das? Zinkerz! Jetzt bin ich... Was? Warum? Ey, ist Ja, kannst du auch stehen? Komm hier, mach dir... Wait a second. Warum sind hier solche Spuren?
Die waren doch vorher nicht da, oder? Oder waren die da und ich hab's einfach übersehen? Wie? Ich kann den... Was? Während du mit dem bewegst, um zu schieben, rechte drücken für einen starken Schuh. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hilfe! Gibt's hier einen anderen Ausgang? Warte mal, mach mal hier ganz kurz Dings an, damit ich mal die Dings hier loslassen kann. How? Also. Ah, lol. Okay, das ist ja auch eine. Ey. Dafür, dass es so ein altes Ding ist, ist das schon eine nice Mechanik. Kann ich jetzt den hier einfach nehmen? Nee, kann ich nicht. Ja, cool. Ach Leute, ich kann dagegen laufen, dann kann ich das hier so ein bisschen schieben. Okay. Ich mach mir ja alles kaputt. Ja klar. Auf einmal kann ich diesen Holzbalken so megamäßig wegdrücken, ja. Das ist, okay, so. Schade ist, dass ich die Dinger nicht richtig heben kann. So, als Waffe. Warum ist es so dunkel hier? Okay, wo, warum? Jetzt bin ich jetzt schlechter. Ich geh jetzt mal gucken. Hallo? Ist hier wer? Alter, das sieht hier nicht. What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. My God, Wilhelm, do something! Accept it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Okay. Irgendwas ist mit uns passiert. Aber irgendwas, was, glaube ich, nicht gut ist. So mit Dings und Dings. Okay, wir lesen uns erstmal nochmal hier die letzten Worte von William durch. Mein Name ist William, Hausgierig. Dies sind meine letzten Worte, mein Geständnis und mein Testament. Vor 2 Jahren wurde ich zum Schloss Brandenburg beordert. Wie die meisten Aristokraten war ich neugierig zu erfahren, was der Ritter des Ordens wohl von mir wollte, und nahm die Einladung an. Der Baron war freundlich und machte mir einen Vorschlag. Es dämmerte mir, dass es sich um einen schmutzigen Vertrag handelte und dass die Wahl des Barons wegen meiner Dummheiten und nicht wegen meines ehrenhaften Handelns als Soldat in der Vergangenheit auf mich fiel. Ich sollte, wann immer er es mir befahl und ohne Fragen zu stellen, gesunde Menschen entführen. Im Gegenzug würde er ein sehr gutes Wort am Königshof für mich einlegen, was meine Position in der adligen Gesellschaft verbessern würde. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass mir die Entscheidung nicht leicht fiel, aber schließlich nahm ich das Angebot rückhaltlos an. Du Scheiße. Von diesem Tag an brachte ich Männer, Frauen und Kinder auf Schloss Brandenburg. Ich kann mich nicht an die Zahl erinnern, aber es waren viele, vielleicht sogar 100. Von ihnen wurde nie wieder etwas gesehen oder gehört. Heute Abend lud der Baron mich und meine Männer in den Weinkeller ein, um unsere Arbeit zu feiern. Ich war etwas misstrauisch, als wir die Treppe hinabstiegen, aber er bestand darauf und wir stießen in seinem Trinkspruch auf uns an. Der Wein schmeckte gut und meine Männer tranken ohne Scheu.
Und so beginnt die Strafe für unsere Sünden. Der Baron hat uns eingesperrt und ist nach oben gegangen. Ich bitte um Vergebung für das, was ich getan habe. Ich war schwach und verfiel seinen teuflischen Plänen. Meine Männer schreien, ihre Haut wurde von ihren eigenen gebrochenen Knochen durchbohrt. Ich fühle, wie sich mein Körperinneres gegen seine gottgegebene Natur auflehnt. Blut fließt aus meinen Augen und ich kann nicht länger. Ja, also... aufgenommen, Königswasser. Also, ja, ist jetzt nicht so toll gewesen. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, es war ja auch nicht so toll, was die gemacht haben. Darf man ja auch nicht vergessen. Es ist, könnte man jetzt auch sagen, es ist Karma. Man könnte aber auch sagen, das lief mal nicht so gut. So, wir dürften jetzt alle drei Elemente haben. Glaube ich, war ja richtig, ne? Also, das und das. Das heißt, wir können jetzt wieder zurück zum Labor. Und im Labor dürften wir jetzt den ganzen Kram anmischen können, damit wir diese Dingensbummens-Geglibber-Zeug da, ja, wegmachen können. So, achso, ja, Labor war ja genau gegenüber. Cool. Da ist der Weg ja nicht so lang. Das gefällt mir. So. Labor. Ja, und wie geht's denn weiter? Wir müssen ja dann noch weiter nach hinten eigentlich irgendwie, oder? Weil wir müssen ja in... das Heiligtum. Das Heiligtum, was wir nicht wissen, wo es ist. Somehow. Was? Closer somehow? Hallo? Vier? Wieso vier? Ich dachte drei. Was passiert? Nein, uns fehlt noch eine Chemikalie. Wir müssen nochmal runter zum Weinkeller. No! Was ist hier passiert? Bitte was? Warum? Die Treppe ist eingestürzt. Finde einen Weg, um zurückzuklettern. Experimente im Labor haben bewiesen, dass die Kombination Chemikalien von vier Chemikalien... Vier? Wieso vier? Scheiße. Wäre ich schon nochmal zurückgegangen. Bei vier hätte ich doch locker geholt. Kannst du klettern? Wäre das eine Option, wenn man dich jetzt hier so... Warte mal, können wir irgendwas dahin packen? Kann ich hier so Kisten aufstauen? Ist natürlich... Das war jetzt unklug. So, kann ich jetzt hier einfach... LOL! Adventure Time! Ey, wenn das Spiel mir das zulässt... Ich werde mich da jetzt nicht beschweren, ne? Also... So, das heißt, wir müssen aber nochmal in den Weinkeller, weil uns fehlt ja noch eine vierte Zutat. Scheiße. Wo kriege ich jetzt die vierte Zutat her? Ich habe mich jetzt so gefreut, drei Dinger, dachte mir jetzt gerade so, okay, cool, easy. Easy going jetzt die Chemiegeschichte da zusammen. Ne? Und, aber nee, uns fehlt noch. Also ich weiß, wir sind in diesen einen Raum nicht reingegangen da hinten, im Weinkeller. Weil der war ja auch verschlossen. Argument ist gelogen. Die Kisten habe ich alle runtergeschmissen. Weil wir waren jetzt hier noch gar nicht. Okay, hier komme ich auch nicht rein. Aber lass mich raten, dafür komme ich hier rein. Falls ein Feind in der... Lass dich nicht... Warum kriege ich diesen Hinweis? Gerade jetzt.
Okay, also ihm geht's nicht so gut und wir werden von irgendeinem schwarzen Dingens-Typen da verfolgt. Warum? Bin ich einfach hier wieder zurück? Okay, let's go! Wir gehen wieder zurück. Wobei, warte mal. Ist das überhaupt... Nee, wir gehen nicht zurück. Die Tür ist auf einmal offen. Warum ist die Tür auf einmal offen? Wir gehen doch hier lang. Alter. What? Okay, hier fallen Sachen runter. Dein geistiger Zustand ist bedenklich schlecht. Bleib im Licht. Ja, ich hab doch die scheiß Laterne an, Alter. Was ist denn dein Problem? Hier, komm. Da oben ist noch eine Zünderbox. Hier ist auch nochmal eine Zünderbox. Aber gefühlt fehlt mir jetzt noch ein Utensil. Also, eine Chemikalie. Ich hab doch noch nicht alle. Wo ist die eine? Hä? Oh, und der klimpert da rum. Das ist nicht schön. Kann ich hier hoch? Nee, kann ich nicht. Okay, wir gehen weiter. Ach du Scheiße. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Raum. Ich dachte, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Ich dachte, wir sind da. No. Okay, komm. No Books. Dich mal an. Oh, ich muss gleich mit dem... Ich muss mal ein bisschen mit dem Öl aufpassen. Weil Öl... Och, Piment! Okay. Jetzt dürfte ich alles haben, oder? Jetzt kann ich da auch wieder dahin rennen. Ich renne einfach hoch. Ist mir egal, ob da jetzt jemand ist, der mich verfolgt. Wo kommt der her? Also warum? Warum lässt er mich nicht einfach in Ruhe? Ich wollte doch jetzt nur diese 4 Chemikalien zusammensammeln, um... Ja, um... Alter! Um die Sachen hier fertig zu kriegen. Aber ich überlege gerade von wegen, dass wenn du einen Raum fertig hast, also wirklich fertig hast, du hast du nicht wieder zurück musst, weil du da nicht nochmal hin musst oder sowas. Ob das so ein Standard ist, dass denn dieses Geglimmer da kommt vor den Türen. Was sie dann einfach nur sagt, so nach dem Motto: Jo, the room is clear. Du hast alles gemacht, was du machen hättest können. So, wenn ich jetzt sage: Zuerst müssen die Brenner angestellt werden. Welche Brenner? Hallo, darunter sind Brenner. Muss ja erstmal einer wissen. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und Nummer 4. Ist mir scheißegal, ob du jetzt hier ein Rostrasseck kriegst oder nicht. Auch diese Säure, Bro. So, mit dieser Säure. Kann ich jetzt eigentlich hier hinten durch? Nee, kann ich nicht, aber hier ist auch Blut. Vielleicht will ich doch gar nicht durch. So, jetzt muss ich aber hier wieder so eine Kiste nehmen. Komm her, Kiste. Damit ich dich da hinstellen kann. Damit ich wieder Adventure Time machen kann. No! Ey, der da draußen, der ist ja... gar nicht stressig. So, jetzt gehen wir nämlich wieder in die Eingangshalle zurück. Gehen jetzt dann runter, um dieses Säurezeug da gegen die Wand zu klatschen. Ja, ist ja nicht so, als ob ich jetzt hier nochmal wieder so einen Schlag bekomme, wahrscheinlich. Ja, genau.
Jetzt würde mich mal interessieren, weil hier hinten war doch auch so ein Säure-Dingens-Bummens. Kann ich damit die Tür befreien? Wäre es eine Option? Zu sagen, dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Okay, ist keine Option. Hätte ja nur sein können, dass man sich dadurch irgendwas erspart, erleichtert, schneller rauskommt. Wer weiß. Ne? Vielleicht wäre es ja auch ein Shortcut gewesen oder so. Aber nein, das ist natürlich kein Shortcut. So. Jo, damit haben wir zumindest schon mal Rätsel Nummer 1, Raffinerie, gelöst. So eins der ersten. Das ging ja sogar noch. Ja, also die Sachen da finden und so. Das ist ja noch okay. Aber. Puh. Ich bin gespannt, wie. Wie tricky der ganze Spaß wird. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But was you denn? Can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Yeah, pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Okay. Sei vorsichtig, wenn du im Fallen bist, wenn du halt drückst, Steuerung links, bist du nicht so einfach zu sehen. Ist jetzt nicht dein fucking Ernst, ist jetzt wie immer. Wir haben auch kein Öl mehr. Ja, wieder raus. Okay. Also, wir sind jetzt in einem Bereich, in der Raffinery, wo wir anscheinend wie so eine Art... Hide and Seek spielen müssen. Ah, ja. Why not? Hide and Seek, aber ich darf Hide and Seek nicht... ich darf nicht zu lange in der Dunkelheit bleiben. Macht sich echt... Bin ehrlich, macht sich echt beschissen. Hide and Seek spielen, wenn du dich nicht, wenn du nicht im Dunkeln bleiben darfst. Das ist echt kacke. Oh Gott! Können wir die Tür einfach erstmal wieder schließen? Danke! 22nd of June, 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it, lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Ja, ist eine gute Frage, ne? Bei der Kugel, die wir da gesehen und genommen haben. Okay, was ist jetzt eigentlich unser Auftrag hier unten? Bis auf, dass ich mich jetzt hier so lang schleiche. Weil ich Angst habe... Boah, ist von der anderen Seite blockiert. Weil ich Angst habe, hier gefangen zu... Ne? Und so. Also... Okay, wir gehen mal hier rein. Wir gehen nicht hier rein. Wir können auch wieder rausgehen. Wobei, hier drinnen sind wir eigentlich safe, oder? Weil die Tür ist ja verschlossen von der anderen Seite. Also die ist ja verbarrikadiert hier von der Seite aus.
Dementsprechend dürfte du doch jetzt hier eigentlich... Genau, guck mal, hier kommt er ja nicht durch. So, kann ich hiermit was machen? Sie steckt fest, etwas blockiert die Kurbel und die Rolle. Kurbel? Kurbel? Oh ja, hast du recht. Ein Holzstück. Komm her hier. Was, haben wir es kaputt gemacht. Aber vorher gucken wir uns hier nochmal ganz in Ruhe erstmal die Schuhen der Buchsen an. Jawohl. War nur eine. So, okay. Also jetzt kommen wir aber hier ein bisschen drehen. Ja, da aufmachen. Jetzt ist die Frage, wollen wir hier wirklich schon reinspringen? Ja, komm. Kann ich nicht. Oder geht das nur in geduckter Haltung? Ja, es geht nur geduckt. Alter, ist ja okay, erschreck mich doch mal nicht so. Dass ich auch Schaden von diesen Viechern kriege. Okay, wir laufen mal ganz schnell weg hier. Kellerarchive. Ey, wo hat der alles noch Archive hier? Da gibt's ein Archiv, da ist ein Eingangshalle, da gibt's ein Labor, da gibt's einen Weinkeller. Jetzt gibt's noch ein Kellerarchiv. Aber, was ist denn... Why? Warum ist hier Wasser? Ja moin! Jetzt kämpfe ich auch noch gegen Unsichtbare. Wie, das heißt, der steht jetzt da oder was? Oder ist er jetzt noch oben geklettert? Also, meine Theorie ist, wenn ich jetzt in das Wasser gehen würde, glaube ich, dass mich dieser Unsichtbare da hinten verfolgt. Wenn ich auf den Kisten so ein Jump-and-Run-Action mache, glaube ich, das sind so meine Safe Points. Würde ich jetzt mal sagen. Also wir probieren es mal aus. Aha! Warum bewegst du dich? Und warum nur bis dahin? Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein richtiges Problem. Okay, wir springen mal hier lang. Er folgt mir auch noch! Ah, hast du nicht mit gerechnet, wa? Ich wollte mich hier unbedingt in den Raum rein. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh mein Gott, dass ich verkacke. Eine Musik stresst ja auch gar nicht. Oh ne, lass mich raten. Dieser Hebel bewirkt irgendwas da hinten, wo ich denn da hin muss. Mit dem hier im Schlepptop. Hast du dir so gedacht? Du dürftest jetzt eigentlich nicht mit reingekommen sein. Okay, er ist doch mit reingekommen. Shit. Ja. Was mache ich jetzt? Dahin. Kann ich dich hier nehmen? Gott!
Wo ist er hin? Wo muss ich hin? Oh, Scheiße! Warte mal. Gehen wir da hin? Ach, shit, der war ja eh schon da. Brauche ich hier eigentlich Licht oder geht das auch so? Der frisst die Viecher auch noch! Als ob! Ey, okay. Okay, ich bin gestorben. Totes Fleisch kann ablenkend wirken. Ja. Und ja. Flupp. Okay, also wir machen es jetzt mal anders. Wir schmeißen ihm jetzt mal da hinten ein paar Stückchen hin. Wo ist er jetzt hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Ah, da ist er. Yeah. Also eigentlich ist er abgelenkt. Also eigentlich bin ich auf einer Kiste. Dürfte er eigentlich nicht rein. Weil die Tür ist ja zu. Oder? Oder kommt er trotzdem rein? Lol, er ist trotzdem hier drin. Hau! Wir haben's geschafft. Archivtunnel. Also wir sind jetzt im Archivkeller gewesen, jetzt gehen wir in den Archivtunnel, es ist unfassbar. Und wir haben das jetzt geöffnet, das einfache Schloss mit irgendeiner Hülse. Okay. Kann man machen, muss man nicht machen. Hier kann ich mich aber nirgendwo draufsetzen, also draufstellen. Kann ich jetzt nur durchrennen? Okay, wir rennen, wir rennen.
Alter, das ist ja mal... Ist ja schlimmer als Outlast. Alter, ist ja... Warum? Also... What? Wie? Okay, wir sind jetzt in der hinteren Halle? Wo sind wir denn? Und wer hat es geschafft, da oben Kerzen anzumachen? Das sieht auch nicht normal aus. Was ist das? Okay. Okay, hier kann man wieder Lichter anmachen. Oh Gott. Gibt's hier schon wieder irgendwelche Schilder, wo wir wissen, wo es hingeht? Wo geht's hier hin? Lagerraum. Aha. Lagerraum. So, hier geht's wieder nach oben. Es ist schon mega, mega groß. Gästezimmer. Okay. Studierzimmer. Und die Tür ist ja automatisch aufgegangen. Es würde ja heißen, dass ich hier wahrscheinlich als nächstes hin muss. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer. And in the other direction. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe... Funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Falsche Taste. Finde heraus, wie man den Motor startet, der den Aufzug in Gang setzt. Ja. Okay. Ja. Wie soll ich denn das jetzt... Okay. Also, wie soll man das jetzt herausfinden? Also, ja, wir gucken. Maschinenraum wäre so eine Sache. Wollen wir schon mal. Komm, wir gehen mal in den Maschinenraum nochmal kurz gucken. Er ist abgeschlossen. Okay, cool. So, was steht jetzt drin? Wenn er abgeschlossen ist, dann heißt es, finde heraus, wie man den Motor startet. Nee, weil, finde den Schlüssel zum Maschinenraum. Ja, gibt es auch noch einen Hinweis, wo der Schlüssel zum Maschinenraum zu finden ist? Oder ist jetzt einfach, gehe ich jetzt alle Räume einmal durch? Einfach um zu schauen, gibt's da irgendwas Schönes oder gibt's da nichts? Wir haben ja den Lagerraum, wir haben ein Studierzimmer, wir haben das Gästezimmer. Wir gehen jetzt mal aus Spaß ins Gästezimmer. Da durfte zwar nicht der Schlüssel liegen, aber vielleicht finden wir da einen Hinweis, wo der Schlüssel sein könnte. Vermeintlich. Vielleicht auch nicht. Aber schauen wir mal. Das Gästezimmer sieht auch... My journal is gone. Ja, anders aus. What would they want with my journal? Okay, die haben hier Unterlagen gesucht. Von irgendwem. Und wir gucken jetzt mal, was wir hier noch so Schönes zusätzlich... Gehst du mal weg hier? Kann ich dich auch nehmen? Ja, weg. Ja. So. Was wir hier noch so Schönes finden. Oh ja, das ist gut. Blau. Laudanum. Laudanum! Das sieht an wie so ein Zauberspruch von Harry Potter. 2nd of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned
without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Ja. Ja, das ist schlecht. Na, du, ich kann das ganze Ding da raus. Lass ja mal. Warte mal, da ist noch Öl. Ja, warte mal, hier geht's auch noch mal weiter. Gott. Ja, wirklich alles auseinandergenommen. Die komplette Bude haben sie hier zerlegt. Zunderbuchse. Und ein Brechstange. Brechstange ist natürlich auch schon was Feines. Haben wir hier noch? July 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Okay. Hat er eine schlechte Kopie bekommen, oder wie? Also, wie kann man sich das sonst erklären, was er da für kaputte Stücke da findet oder hat? Wäre auch geil, wenn man hier so einen Hebel hätte, einfach so zum Ziehen. Geheimtür. Ja. Okay. Aber hier finden wir leider auch nicht. Das ist ein Hase. Hasi. Defektes Schloss. Nee, ist klar. Hier finden wir auch nicht. Schade. Den Schlüssel. Ah gut, ich guck schon mal kurz auf den Timer. Laut meiner Aufzeichnung sind wir bei guten anderthalb Stunden angekommen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen mal hier kurz Escape. Das soll jetzt für die erste Folge von unserem neuen Projekt gewesen sein, von Amnesia. Schaltet gerne morgen wieder ein, wenn es wieder heißt Amnesia, zweite Folge, zweites Projekt, anderthalb Stunden lang. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar und sagt uns mal, ob euch sowas gefällt. Wollt ihr lieber sowas haben, Uncut, anderthalb Stunden? Oder wollt ihr denn doch lieber einen Mix haben zwischen Uncut und vielleicht doch ein bisschen mehr im Editing-Bereich? Lasst gerne in den Kommentaren uns wissen. Und bis dahin sage ich erstmal, eingehauen!